falsch gut. Felix, auch. Kann ich mir denken, es ist wahrscheinlich viel schwerer, einen langsamen Titel, also einen Soft-Medium-Titel, umzusetzen in Bilder. Ist das nicht so vorgekommen, weder einen schnellen Abtempo-Titel? Es ist schon schwierig, einen langsamen Titel zu machen, weil man hat viel mehr Zeit, um auf Musik auf sich wirken lassen, stellt sich vielleicht mehr vor. Und schnelle Titel haben mehr Möglichkeiten zum Ablenken, zum schnell mit etwas Heissem drüber hineingehen. Aber ich glaube, es ist gut gelungen, was der Mick heute hier gemacht hat mit dem Titel. Ich möchte noch husch etwas ansprechen, was du vorhin gesagt hast, eine Frau vertrinkt in dem Video. Und das ist an und für sich noch erstaunlich, oder? Ja, weil also es hat mich eigentlich noch erstaunt, weil das ist ja ein trauriger Song. Und die meisten haben ein bisschen Angst vor traurigen Liedern. Und ich hätte mir noch vorstellen, dass die Amerikaner gesagt hätten, ja, der ist zwar traurig, aber gleich. Und das haben sie nicht. Also, die Frau vertrinkt, oder? Die vertrinkt wirklich. Das finde ich hart, das finde ich gut. Das Wasser sagt. Nicht, dass sie vertrinkt, sondern das finde ich gut, sondern das im Video. Dass man es zeigt. Und Felix hat mir vorhin gesagt, dass das Wasser nur 30 cm tief war, wo die Frau vertrunken ist. Ja, sie hat schon Mühe gehabt, dort, um richtig untertauchen. Gut, das war ein bisschen dreckig für das Bild, für sie nicht so, aber sie hätte müssen härter einlegen. Der Druck wächst, kann ich mir vorstellen. In Amerika, auf der ganzen Welt, Amerika vielleicht noch Top 10, wer weiß, niemand hat das Holz, das man könnte anlangen. Aber gleich, wie geht ihr um mit dem Druck? Jetzt, wenn Double, von Double will man jetzt etwas Neues hören. Also ich glaube, es ist weniger Druck da, wenn man Erfolg hat, als wenn man lange keinen Erfolg hat. Und jetzt, wo wir Erfolg haben, können wir so arbeiten, wie wir es uns eigentlich immer vorgestellt haben. Und ich spüre eigentlich den Druck nicht. Nicht? Nein. Überhaupt nicht? Nein. Ich habe gehört, die sagen letztes Mal im Studio gewesen und sagen nach 4 Tagen wieder rausgekommen und haben keinen einzigen Song gehabt. Ist das böse Nachrede oder stimmt das? Das ist irgendwie ein technisches Missverständnis, weil das heisst ja nicht, wenn man heutzutage zu einem Studio ausgeht, dass man keinen Song hat, wenn man nichts auf Band aufnimmt. Es gibt andere Möglichkeiten, um die Daten zu speichern. Und das haben wir gemacht. Wir sind an der zweiten LP und haben bis gestern 11 Titel schon auf Band aufgenommen, sind weitere 5 parat. Also, ich gehe jetzt mal eine Woche in die Ferien und dann vielleicht kommt der Druck dann wieder, wenn das gut. Ihr seid letzten November bei mir im Here We Go gewesen, und schon damals habt ihr mir versprochen, wir sehen euch endlich mal live. Ihr habt es auf den Frühling ungefähr versprochen, wir haben euch aber nicht live gesehen. Wann kann man euch jetzt endlich live sehen? Das ist nicht mehr Frühling jetzt, ja. Also ganz sicher im nächsten Jahr. Also das stimmt, ich meine, das glaubt es niemand mehr. Aber es ist schon so. Wir haben einfach wirklich, wir haben nicht damit gerechnet, dass das so unheimlich losgeht in Amerika. Und wir haben jetzt einfach müssen dorthin gehen und Promotion machen und abwarten, bis die jetzt sich an die LP gewöhnt haben. Und nach der nächsten LP, aber ganz sicher, gehen wir live auf die Tournee. Und auf das werden wir, glaube ich, anstoßen. Ja, ich glaube es. Gut, und Felix, vielen Dank, dass wir vorbeikommen sind. Und toi, toi, toi. Thomas Dolby ist das und Hyperactive. Und ihr hier könnt jetzt auch nochmal hyperaktiv werden. Das Telefon ist nämlich immer noch offen. Bis am 13:45 könnt ihr uns noch anrufen auf Nummer 01 61 22 11 01 61 22 11 und uns euren Favorit durchgeben. Ihr könnt euch erinnern, wählen kann man zwischen Song Nummer 1 Peter Gabriel und Sledgehammer, Nummer 2 Aha Take On Me und Nummer 3 Dire Straits und Money For Nothing. Sag mal Martin, was machst du eigentlich da oben? Ja, ich muss jetzt mal endlich zukleben, die Urne, weil die Leute rühren da so viel immer ein und später können wir nicht mehr mit nachzählen und das geht einfach nicht mehr. Weil Susan und Mann und Jasmin nehmen das Telefon ab und wir können sonst nicht mehr mit nachzählen, dann wissen wir nicht, wer gewonnen hat. Also darf man da im Studio nicht mehr rühren? Ist aber ein bisschen unfair, da kann man ja gar nicht mehr gewinnen. Oh, man kann immer wieder gewinnen im Leben, weißt du doch, Gabi. Aber ich hatte schon ein paar Preise. Ich habe ein paar T-Shirts noch. Und die rühren wir einfach ein bisschen so um. He? Dann könnte der, was fängt, der hat es, oder? Wuh! Upp, da noch eins. Ja, und da noch eins. Jo. Und wir machen weiter mit der Honeymoon Suite und Feel It Again. Weitere Meldungen des Tages. Schweres Verbrechen in Basel. Nachdem ein Mann in Basel beschlossen hatte, er wolle seine Frau loswerden, kaufte er auf den Rat eines Freundes hin, seiner Frau, einen Wagen. Als die Frau nach 10 Tagen noch immer auf unseren Straßen herumfuhr, meinte der Freund zu dem Mann, er solle der Frau etwas Schnelleres kaufen, einen Ferrari oder einen Jaguar. In einem Geständnis sagte der Mann zur Kantonspolizei Basel, das mit dem Jaguar sei eine gute Idee gewesen,
Nachdem seine Frau das Garagentor öffnete, habe der Jaguar sofort zugebissen. Wir kommen zum Ausland. Wie ein Abgeordneter anlässlich der Welttagung heute Morgen in Bonn mit großer Freude bekannt gab, sei China zwar immer noch das Land des Lächelns, doch wir Deutschen haben Helmut Kohl, das Lächeln des Landes. Zum Schluss noch ein Hinweis. In der kommenden Woche werden in unserem Land in einer groß angelegten Plakataktion die Finder von zurückgelassenen Militärgranaten einmal mehr auf die möglichen Gefahren aufmerksam gemacht. Der Anlass dieser Aktion war ein 8-jähriger Knabe, der auf dem Hof seiner Großeltern im hinteren Emmental einen Blindgänger gefunden hatte. Der Knabe warf die Handgranate auf das leicht abgelegene kleine Häuschen neben dem Bauernhof, in dem die altväterischen Emmentaler noch heute ihre Toilette verrichten. Wie ein Sprecher des Militärdepartements bestätigte, sei das Unglück jedoch gut ausgegangen. Nachdem sich der Rauch verzogen hatte, sah der Knabe seine 74-jährige, zähe Großmutter inmitten der Trümmern und sie stöhnte, nie wieder Bohnen aus dem Konsum. Mr. Mystery war das und Curie. Wir haben den letzten Tag von unserem Ohrenclip und darum haben wir gedacht, machen wir noch ein kleines Popquiz. Ihr da innen im Studio sind jetzt gefragt, ihr könnt nämlich ganz viele Sachen gewinnen. Darum brauche ich jetzt etwa 8 Leute, am liebsten von dieser Seite, die hier runterkommen, weil ihr seid da immer ein bisschen benachteiligt. Also etwa 8 Leute, einfach kommen, bis so gut. Kommt einfach, nicht zu viel. 1, 2, 3, 4. Einmal noch eine Frau, das sind alles Männer, ich möchte doch gerne noch. Wo sind denn da unsere Frauen? Du, kommst du auch noch? 1, 2, 3, 4. Haben wir schon. 4 haben wir schon. Gut. Du bist der erste Schwafel. Du bist der Toni. Toni, ja. Also, was mal. Toni. Wem sind die Nasen ist echt? A. Am Jörg Ressig seine. B. Der Gabi Schwager ihre. Und C. Am Andrew Ridgely seine von der Wham. Gabi Schwager. Hast du gewonnen? Jawohl, das ist richtig. Der Jörg Ressig und der Andrew Ridgely haben schon mal ein bisschen andere Nasen gehabt. Okay. Du hast aus deren 3 Bad durchgewonnen. Und du kannst es gerade mitnehmen, wieder auf den Platz gehen. Vielen Dank. Auf welcher Seite hat Madonna ihren Leberfleck? Links. Nicht ganz richtig. Was meinst du? Ist eben sehr schwierig mit der Madonna. Bei der Madonna weiss man nämlich nicht genau, auf welcher Seite dass sie ihren Leberfleck hat. Links und rechts, beides halb richtig. Wir geben euch jetzt T-Shirt. Es geht wieder Blitz bei uns. Billiger Jakob haben wir angesagt. Du bist wer? Milan. Der Milan, woher kommst du? Aus Zürich. Aus Zürich. Milan, was stimmt nicht? Erstens, Beach Boys können nicht surfen. B, der David Bowie wohnt in der Schweiz. Oder C, Tina Turner hat eine Perücke. Was stimmt nicht von diesen 3 Behauptungen? Die erste. Tut mir leid, es ist alles richtig. Aber trotzdem, das T-Shirt. Kommst rüber. Gut. Der James Dean, den kennst du, oder? Der James Dean hat eine Übernahme gehabt. Ich habe 3 Varianten von dem Übernahme. A, der Rennfahrer. B, James Dean, der Bo. C, James Dean, der Rebell. B. Nicht ganz richtig, nicht ganz richtig. Aber ich glaube, das T-Shirt hat sie trotzdem. T-Shirt, allemal, ja, ja. Billiger Jakob, hast du auch gesagt. Aber du hast meine Frage gehört. Weißt du vielleicht? Sag das nochmal. A, der Rennfahrer, B, der Boot, C, der Rebell. Sie hat vorher auf Boot tippt. Ich sage C. Der Rebell, richtig, richtig. Du hast ein Badtuch verdient für das.